bist du. Und wenn ich dich seh, seh ich, du bist ganz toll geraten. Du bist du. Und wenn ich dich fragte, vielleicht würdest du mir deinen Namen verraten. Ja, du. Jael. Hey, Jael. Ich finde es sehr cool, dass es dich gibt. Und dass du so bist, wie du bist. Wenn du willst, sing doch grad mit. Ich bin ich, du bist du. Wunderbar hat Gott uns gemacht. Ich und du sind er, wir alle geben dem Tag ein Gesicht, wo lacht. Ich bin ich, du bist du. Wunderbar hat Gott uns gemacht. Ich und du sind er, wir alle geben dem Tag ein Gesicht, wo lacht. Du bist du. Und wenn ich dich sehe, seh ich, du bist tiptop geraten, hey. Du bist du. Und wenn ich dich fragte, vielleicht würdest du mir deinen Namen auch gerade noch verraten. Hey, Luan. Ich finde es sehr schön, dass es dich gibt. Und dass du so bist, wie du bist. Wenn du willst, sing doch gerade mit. Und alle anderen dürfen natürlich auch gerade mitsingen, hey. Ich bin ich, du bist du. Wunderbar hat Gott uns gemacht. Ich und du sind er, wir alle geben dem Tag ein Gesicht, wo lacht. Ich bin ich, du bist du. Wunderbar hat Gott uns gemacht. Ich und du sind er, wir alle geben dem Tag ein Gesicht, wo lacht. Hey, das ist eine schöne Begrüßung, hey, für das vierte Mal Flickflack von der Kleidietweiler Flickflack-Geschichtenwoche. Sehr schön, dass du Luan und du Jael und dir alle anderen natürlich auch dabei seid. Und das gilt natürlich für euch auch. Wir sind wunderbar gemacht. Gott hat uns erfunden und gemacht. Und das ist etwas ganz Schönes. Und das wollen wir auch ein bisschen feiern. Auch wieder heute bei der vierten Folge von diesem Flickflack. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe gerade noch einmal so ein Lied. Für wenn ihr es noch immer nicht so richtig glaubt. So wie ich bin, so wie ich bin, hat Gott mich gemacht. Und vor Freude hat er dabei ganz sicher gelacht. So wie wir sind, sind wir ein Zeichen von seiner Pracht. So wie wir sind, ist's gut. So wie ich bin, ist's gut. Jetzt stell dir einmal vor, dass alles gegen nach Pommes frites schmeckt. Die Spaghetti, das Erwala und das Gemüse, auch die Töpfe. Ich glaube sogar Gries. Alles schmeckt wie Pommes frites. Weil Pommes frites ist ja schliesslich das Beste, oder? Aber hey, ich glaube, es ist gut, dass der Spinat nicht auch aus der Fritteuse kommt. So wie nämlich Pommes frites. Die machen wir Fritteuse, oder? Oder im Backofen. Aber der Spinat, der ist dann nämlich erst noch gesund. So wie er ist. Ist gut. Wollt ihr gerade helfen? Okay. So wie ich bin, so wie ich bin, hat Gott mich gemacht. Und vor Freude hat er dabei ganz sicher gelacht. So wie wir sind, sind wir ein Zeichen von seiner Pracht. So wie wir sind, ist gut. So wie ich bin. Ist gut. Wir machen noch gerade den Durchgang. Ich zeige euch noch etwas. Da hat es ja so Löcher in dieser Melodie. Hey, so wie ich bin. So wie ich bin. Und jetzt kann man die Löcher füllen mit etwas, was man halt mit den Händen macht. Okay, zum Beispiel zuerst patschen und nachher noch klatschen. Hey, so wie ich bin. Genau, aber man muss schon parat sein. Hey, die sind da noch ein bisschen müde. Hey, noch nicht so richtig in Fahrt. Okay, so wie ich bin. Einfach immer bei den Lücken. Also wir sagen dem eigentlich Pause.
Ich bin ja schließlich Musiker, oder? Und da macht man nicht Löcher oder Lücken, sondern macht man, wenn nichts ist, ist es eben Pause. Hey, macht ihr manchmal auch in der Schule oder so, hey, oder auch im Kind? Oder? Also sonst braucht man manchmal eine Pause, ist ja klar. Hey, also jetzt, so wie ich bin, so wie ich bin, hat Gott mich gemacht. Und vor Freude hat er dabei ganz sicher gelacht. So wie wir sind. Sie mir ein Zeichen von sich gebracht. So wie wir sind, ist's gut. So wie ich bin, ist's gut. Wir können hier ganz schnell. So wie ich bin, so wie ich bin, hat Gott mich gemacht. Und vor Freude hat er dabei ganz sicher gelacht. So wie wir sind, sie mir ein Zeichen von sich gebracht. So wie wir sind, ist's gut. So wie ich bin. Ist gut, das ist schnell ist nicht so gut. He. Das ist viel zu schnell gewesen, da muss man ja gar nicht nachher mit singen. He. Okay, also, aber jetzt tue ich auch gerade nicht mehr singen, sondern he, müssen mal schauen. Der Tisch ist schon gedeckt. So, zum Morgen gibt es das bei uns manchmal so in dieser Art. Käse und auch Äpfeli, Gomfi, vielleicht ist auch noch ein Ei parat. Und der Anker natürlich, aber hey, wisst ihr was? Etwas fehlt. Ja, das Nutella, das ist da, das habe ich auch gesehen. Die Milch zum Trinken auch, der Gacko. Aber was fehlt euch noch? Das Brot. Hey, Brot. Wenn man einen Ankerbock macht, dann braucht es doch Brot. Ah, gäbig. Wir haben doch den Teig parat. Gestern, bei der dritten Folge, haben wir nämlich Teig geknettet und brätschert und gemacht und so. Und ich glaube, der ist jetzt aufgegangen und ist jetzt parat, dass wir ein Brot machen könnten. Aber jetzt gehe ich in die Küche, jetzt muss ich mich da schnell etwas anders anlegen, weil ich zeige euch ein bisschen einen speziellen Ort, wo man eben auch Brot backen kann. Kommt ihr mit? Okay, also, ich gehe mich zuerst umziehen, dir vielleicht auch. He? Bis grad! Ja, genau, im Schöpfli treffen wir uns. Holzscheiteln. Ah, ihr wisst vielleicht schon, was kommt. Genau, wir machen ein Feuer. Zeitig brauche ich ein fein gespaltenes Holz und dann ein Zundhölzchen. Und mal schauen, ob das geht. Oh, Feuer anzünden, ja, das ist noch schwierig. He. Aber jetzt, es brennt. Ja, du, sehr schön. Ja, es brennt, leck, das brennt dann wirklich, du. Dann würde ich mal sagen, können wir doch jetzt. Oh, schaut mal, der Teig, der ist wirklich aufgegangen. He? Wow, so richtig klebrig und so. Und jetzt bin ich eben so am Fladen machen. Da drehe ich so drehen und ein bisschen drücken und so. Mit dem Mehl ist es, dass es nicht so an den Finger klebt. He, das ist sehr, ja, ganz gut. Super, so kleine Fladenbrötchen. Plötzlich habe ich gedacht, ja, warum auch nicht, ich könnte doch auch noch ein Schlangenbrot machen. Und darum mache ich da so eine Teigwurst. Ich werde dann noch so ein bisschen schlängeln und schlängeln und oh, wer hat Angst vor Schlangen? Kohle habe ich genommen, weil das Feuer muss ja nicht möglichst gross und riesen Flammen haben, sondern es muss heiß sein und das ist mit Kohle fast am besten. Und dann tun wir auf dem Gitter tun wir hier die Fladenbrötchen drauf. Boah, super. Genau. Die Schlange tue ich noch anstecken. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Schlangenbrot. Das lustet einem so richtig. Oh. Das kommt wahrscheinlich wirklich gut. He. Oh, das sieht wunderbar aus. He? Oder nicht? Ein bisschen schwarz zum Teil. Aber das gehört eben auch ein bisschen dazu, wenn man Brot backt über dem Feuer. He. Aber das ist jetzt echt so schön. Und schmecken tut es auch fein. Und da hat es jetzt das Gemüse parat auf dem Tisch. Und das ist mein Brötchen. Und zusammen. Oh, die genießt schon. He. Das schmeckt. He. Und jetzt schaut, wie das letzte Mal ausgesehen hat. Mit den Rüebli und noch so ein bisschen Sösseli. So fein. So, da bin ich wieder, hä? Coole Sache, so auf der Feuerstelle Brot backen.
Also klar, das ist jetzt, das haben wir jetzt Brot für etwas anderes gebraucht und auf dem Morgentisch. Aber kommen wir nochmal zum Ankerbock. Da ist nämlich etwas, das viele von euch wahrscheinlich sehr gerne auf das Brot streichen. He? Darum singe ich euch das Lied von Nutella. Hast gestern gehört sagen, am Montagtag gibt's Regen, am Dienstag gibt's doch glatt ein schwerer Test im Matt. Am Mittwoch gibt's mir doch fast eins, es ist so richtig heiß und anstatt mal in die Bahn zu gehen, geh ich zu Tante Sophia. Der Ecker, unser Nachbar, ist manchmal kleiner Büffel. Donnerstag nach der Schule gibt's von ihm ohne Grund einen Rüffel. Doch was es gegen noch gibt, zum Glück ist ja der Freitag nicht mehr weit. Auf den freue ich mich jedes Mal grossmächtig, mega kolossal. Am Freitag zum Morgen gibt's Nutella. Wir schmieren es dick auf unser Brot. Am Freitag zum Morgen gibt's Nutella. Es kann jedes nehmen, so viel wie es will. Am Freitag zum Morgen gibt's Nutella. Und das finden wir der Hit. Weil es halt sonst nicht nur Nutella, sondern anderes Zeug, wo mir nicht so gerne ja noch gibt. Mäntig, da gibt's im Fall Fenkel. Und am Dienstag Leberwurst. Am Mittwoch Maisbrei. Und am Donnerstag gibt's noch Spiegele. Und das sind alles Sachen, wo mir keine Freude machen. Und gehauen oder gestochen, nie würde ich so Zeug kochen. Doch was es gegen auch gibt, zum Glück ist ja der Freitag nicht mehr weit. Auf den freue ich mich jedes Mal grossmächtig, mega kolossal. Weil am Freitag, Jetzt kann ich mal schauen, ob man mit vollem Mund auch singen kann. Am Freitagmorgen gibt's Nutella. Wir schmieren ein dick auf unser Brot oder stecken es gerade direkt ins Maul. Am Freitagmorgen gibt's Nutella. Jetzt kann jedes nehmen, so viel wie es will. Am Freitagmorgen gibt's Nutella. Und es finden ich der Hit. Weil es halt sonst nicht nur Nutella, sondern halt Haufen anderes Zeug, die man nicht so gern hat. Ja, auch noch gibt. Hey, das ist im Fall fein, gerade einfach so ein bisschen schnauzen dir. Ja, vielleicht hat man mal. Aha. So, also. Aber das Problem ist ja, wenn man zu viel Nutella nimmt, hey, dann geht es ihm dann gerade wieder Frau. Da wüsst ihr mit dem Mehl und dem Öl. Und sie hat eigentlich nichts mehr gehabt. Es war leer gewesen. Und das Nutella-Glas ist ja auch einfach immer leer. Es gibt auch anderes Zeug, das immer leer ist. Zum Beispiel der Kühlschrank. Aber oder das Portemonnaie ist auch viel einfach leer, gell, die Eltern. Es gibt auch Zeug, die immer voll ist, zum Beispiel Grüngutkübeli. Oder sonst ist einfach oder auch die Festplatten vom Computer, die sind auch immer voll. He. Also, jetzt, aber wartet, was wollte ich eigentlich? Genau, das ist jetzt gleich, es ist ja schon fast leer. Dann nehmen wir gerade noch einen von den Nutella. Das ist schon fein, ne? Also, Silbertablett, Flickflack, zack, zack. Wir wollen Geschichte hören, also nicht mehr rumlauern, nicht mehr zu viel Nutella schlabbern. 21, okay, zählen wir auf 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich will mal abschlucken. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Aha. Was haben wir? Spitzbuben sind immer sehr beliebt. Aber wisst ihr was? Jetzt habe ich so viel süßes Nutella geschleckert. Jetzt nehme ich gerade das Gemüse. Oh oh. Jetzt haben wir aber Glück oder Pech. Man kann ein bisschen beides sagen. Wenn man natürlich schon beim ersten Mal Geschichte bricht, dann kann man sagen, ja, jetzt können wir nicht einmal richtig Flickflack spielen. Aber wir haben ja schon Brot backen und Nutella geschleckert und so. Dann würde ich sagen, ist eigentlich gerade ein bisschen Glück gehabt, beim ersten Mal schon Geschichte haben. Und wir machen es wieder, wie jetzt bei jeder Folge, bevor wir die Geschichte serviert bekommen, es ist wieder eine Geschichte, wo es ums Essen geht. Dann geht es sich um Gemüse. Könnte ja dann auch sein. He. Tun wir mal noch wieder ein Tischlied singen. Die sind übrigens, ich zeige euch das nochmal, da auf diesem coolen Tischset. Müssen mal schauen, habe ich das vom Essen. Nein, machen wir auch, genau, wir gehen mal auf die andere Seite. Das ist nämlich das vom Essen ist gerade da. Könnt ihr mal schauen, das ist nämlich ein Tischset für selber auszumalen und für Noten von den Lieder. Und das vom Essen, das spiele ich euch jetzt gerade vor. Das geht nämlich so. Also. Das ist der erste Ton. Nicht so gut spielen, gell? Also das kann ich wirklich nicht so gut. Das klingt jetzt ein bisschen wie bei einem jemandem, der es eben nicht so gut kann. Ich glaube, wir lassen jemanden spielen, der das besser kann. Und ich tue dazu singen, sitze dafür am Tisch. Ja. Pararassa, assa, assa. Pararassa, assa, assa. Pararassa, assa, assa. Pararassa, assa, assa. Bevor wir ins Essen in die Mühle stossen, soll noch das Lied zum Maul auskommen. Ein Lied als Dank, dass du Gott für uns sorgst, und wir singen es grad vom Fortissimo. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Der Daniel ist ein junger Mann. Heute würde man auch ein Teenie oder Jugendlichen sagen, der in Israel lebt. Das ist ca. 600 Jahre vor Christus. Er lebt in einer gut angesehenen Familie und geht in eine gute Schule. Am Mittag nach der Schule hornet es zum Mittagsgebet. Wie jeden Tag. Der Daniel und seine Freunde, wie eigentlich das ganze Volk von Jerusalem, dreht sich zum Tempel und betet zum Gott im Himmel. Nachher, daheim, versammelt sich der Daniel mit seiner Familie zum Mittagessen. Die Mutter bringt gerade eine Schüssel gekochte Hülsenfrüchte und verteilt davon. Die Israeliten essen gesund. Nebst Hülsenfrüchte ist das Gemüse, Nüsse, Getreide, Vollkornbrot, Beere, Früchte, Datteln und sie trinken dazu viel Wasser. Gesundes Essen macht stark und den Körper und den Geist gesund. Es hilft einmal beim Lehren in der Schule oder daheim. Der Daniel und seine Freunde und ihre Familie fühlen sich sehr wohl in der Stadt Jerusalem. Sie fühlen sich sicher. Die Stadt ist nämlich gesichert
durch hohe Stadtmauern und gute Wächter. Doch eines Tages ist alles anders geworden. Der Wächter bläst ins Horn. Tadada! Die Stadt wird vom Feind, von den babylonischen Soldaten eingenommen. Einem grossen Heer werden sie angegriffen. Viele Männer und jugendliche Männer sind gefangen worden. Und das Heer hat die Gefangenen einen weiten Weg durch die Wüste geschleppt nach Babel. Der babylonische König, der Nebukadnezar, hat befohlen, von den jungen Gefangenen die stärksten, gescheitsten, gutaussehendsten auszulesen. Die sollen der dreijährige Ausbildung an seinem Hof machen. Kannst du dir denken? Ja, der Daniel und seine Freunde gehören zu den Auserlesenen. Der Daniel, der Michael, der Hanania, der Azaria sollen die Landessprache lernen, zu reden, zu lesen, zu schreiben. Mathematik, Geografie und noch vieles mehr. So wie auch die Regeln, die Gesetze, auch die Götter vom Land Babel. Zu essen bekommen sie dann nicht öppe, wie man es sich für Gefangene vorstellen könnte, Wasser und Brot. Nein, nein, sie bekommen das gleiche Essen wie der König. Das hat der Nebukadnezar am Oberkämmerer, der fürs Essen zuständig war, so befohlen. Königlich deckt ist es am Tisch, köstliche Fleischgericht, herrlich duftend. Ein richtiger Augenschmaus. Wir können denken, dass der Daniel sich darüber freut. Was denke ich dir? Nein, er freut sich nicht. Das ist nicht das Essen, wo er und seine Freunde sich gewöhnt sind. Nicht das Essen, wo ihnen gut tut. Der Daniel und seine Freunde nehmen alle Mut zusammen und gehen zum Oberkämmerer. Sie sagen: Wir wollen nicht von eurem Fleisch essen, von eurem Wein trinken, wo euren Göttern gewidmet ist. Das tut uns nicht gut. Es ist nicht im Sinn von unserem Gott. Kannst du uns nicht Gemüse und Wasser geben, statt euren königlichen Speisen? Der Oberkämmerer mag die vier sehr gut und überlegt. Er sagt: Ich würde euch gerne Gefallen tun, aber ich habe Angst. Angst vor meinem König. Wenn er wegen dem Essen nicht mehr so gut und stark aussieht und er das merkt, dann wird er wahrscheinlich geköpft. Der Daniel hat eine Idee und sagt darauf: Probier es doch uns lieb für 10 Tage und vergleich uns mit den anderen Jungen nachher. Wenn wir weniger gesund aussehen, weniger stark sind, kannst du uns immer noch eure Speisen auftischen. Okay, das klingt fair. Das machen wir so. Was denkt ihr? Nach 10 Tagen hat der Oberkämmerer nur so gestaunet. Die vier haben noch gesünder, noch kräftiger ausgesehen als alle jungen Schüst. Und im Unterricht haben sie dort zu den Besten gezählt. Also haben sie weiterhin ihr gesundes Gemüse und Wasser bekommen. Okay, natürlich war es nicht nur wegen dem gesunden Essen, dass sie immer noch gesünder, noch stärker, noch gescheiter geworden sind. Ihr Gott hat es auch belohnt für ihre Treue, für ihren Glauben. Nach der Ausbildung sind sie der wichtige Diener und Berater vom König Nebukadnezar geworden und hatten grosses Ansehen gehabt. Aber sie haben weiterhin ihrem, unserem Gott dienen. So gut, so nah, so gross, so toll, so mega überraschend bist du, mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du, mein Gott. Drum singe, singe, singe in ein Loblied für dich.
Erheben eben meine Hände zu dir hin. Damit will ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Und jube so laut, wie es möglich ist. So schön, he? Die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Einzigartig, wie das gelaufen ist. He? Das hätten wir jetzt nicht gedacht, he? Aber es ist wirklich so. Gemüse ist eben gesund. Und wisst ihr was? Singen und bewegen ist auch gesund. So gut, so nach, so gross, so toll, so mega überraschend bist du mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Loblied für dich. Erheben eben meine Hände zu dir hin. Damit will ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Und juble so laut, wie es möglich ist. Juhu! Bravo! Sehr schön! Noch einmal ist gerade ein bisschen jubeln und so. Das ist ja wirklich so eine tolle Sache. Dass eben Gott so gut und so gross und nicht nur so mächtig, aber manchmal so ganz fein, im Kleinen und Feinen auch wirkt. Ja, wisst ihr was? Das mit dem Gemüse, ich glaube fast, das würde mich gerade lusten, mal ein bisschen zu schauen, wie Gemüse eben wirklich schmeckt und aussieht. Das ist ja eine richtige Farbenpracht hier auf dem Tisch. Hey. Und weißt du was? Wir kochen eine Suppe. Eine Gemüsesuppe. Oh, jetzt muss ich natürlich fast hätte ich es vergessen, wenn wir da mit im Kochkurs landen. Darf ich natürlich nicht vergessen, den Schurz anzulegen. Kochschurz, ja. Sehr gut. So. Einmal Knüppel. So, tipptopp. Ist gut so. Ich würde sagen, hey, Hut wieder auf den Kopf. Und es ist ja eigentlich alles parat. Hey. Das haben wir natürlich zusammen. Susanne, habe ich das schon ein bisschen parat gemacht. He? Und ich würde dann noch ein bisschen arbeiten. He? Also Gemüse im Garten ernten. Vielleicht in der Gemüseabteilung vom Laden auch kaufen, weil man vielleicht nicht gerade alles im Garten hat. So, und dann einfach so schön schnetzeln. He? Da könnt ihr natürlich auch helfen, wenn es vielleicht mal darum ging, eine Gemüsesuppe zu kochen. Und dann tut man das alles schön parat machen. So, Dali. Mal schauen, dass ich da die. Jetzt haben wir da. Was kommt alles für Gemüse in die Suppe? Rüebli. Das da hier sind. Kartoffel. So bloß, einfach gerade so. Erbsli. Da kann man wirklich sehen. Das ist jetzt nicht so, dass man das immer genau so machen muss. Peperoni. Gelbe. Rot, also ein bisschen farbenfroh halt. Und noch vom wertvollsten Gemüse überhaupt. Das ist das da hier. Ich weiß nicht, ob ihr gewusst hättet, was das ist. Das ist eben Gold. Darum ist es so wertvoll. So sieht es richtig aus. Das ist Schnittmann Gold. Ja, eben, kostbar, hä? Super. Also, man kann sogar, der sagen, dem auch Krautstillen, kann man bloß so Kätzchen und hey, ist noch gut. Und das ist jetzt natürlich noch spannend. Schaut jetzt mal das da hier. Das hier, kennt ihr? Buchstäbchen. Nehmen wir da mal ein paar auf meine Hand. Ein S, ein N, ein J, hat sich auch ein C, wie CH Christoph. Christoph Fankhauser könnten wir da schreiben. He? Also, super. Das Wasser, da müssen wir jetzt noch ein bisschen wieder höher einstellen, dass ihr das wieder ein bisschen plottert. Jetzt ist da halt Wasser drin, ist ja klar, oder? Und nachher, wenn das heiß ist und blödert, oder auch schon ein bisschen vorher, das ist nämlich eigentlich schon ein bisschen heiß, kann man nachher die Sachen einfach drin tun. Wasser, und das Wasser ist schon ein bisschen gelb, das ist Bouillon. Hoppala. Das tun wir da einfach mal rein. Und das ist klar, jetzt müssen wir noch wieder ein bisschen warten, bis dann die Sachen. Das Gemüse ist ja zum Teil noch, das ist eben roh, oder? Und so ein bisschen Kärtchen.
Und das wird dann... Oh, Tomaten kommen schon. Ist ja nicht alles gleich, aber das kommt ja nicht so drauf an. He? Schnittmann Gold, he? Da gibt es richtige goldige Suppe. Wow. Mm. He, das sieht ja schon mal schön aus. Da kann man noch ein bisschen rühren. Und einen Moment später, weißt du was, jetzt tue ich es vielleicht so machen. Jetzt lasse ich das einfach mal ein bisschen köcheln. Da muss man halt wirklich ein bisschen bei Sache sein. Ich jetzt denke, jetzt tue ich einfach mal noch einmal. Die Suppe wird sicher einzigartig fein. Darum singen wir zusammen noch einmal das einzigartig Lied. Und nachher tue ich hier noch die Buchstäben rein. Die brauchen eben ein bisschen weniger lang. He? Ist gut. Sehr gut. Also jetzt. Ho. Seid ihr parat? Stellen wir gerade mal alle auf. Die Suppe können kochen. Genau. Ja, das ist gut. Und dann mache ich es eben mit den Bewegungen. Ist ja klar. He? Schurz behalte ich gerade an. Ich kann euch hoch singen. So gut, so nah, so gross, so toll, so mega überraschend bist du mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Lobied für dich. Erheben, eben, eben meine Hände zu dir hin. Dir mit will ich dir sagen, dass du einzigartig bist. Oh, jubel so laut, wie es möglich ist. Juhu! Bravo! Sehr schön! Einzigartig! Oh, die Suppe drauf. Wir müssen ein bisschen rühren zwischendurch, genau. Oh, genau. Oh, Achtung! Jetzt geht's wieder weiter mit dem Lied. So gut, so nah, so gross. Oh, so mega überrascht bist du mein Gott. So cool, so stark, so mächtig, so fein, so wunderbar und einzigartig bist du mein Gott. Drum singen, singen, singen in ein Lobied für dich. Erheben, eben, eben meine Hände zu dir hin. Ich möchte dir sagen, dass du einzigartig bist. Ui. So laut, wie es möglich ist. Juhu! Boah, kochen und singen und rühren und alles bewegen und tanzen zur gleichen Zeit. Das ist noch ein bisschen anstrengend hier. He? Also, und jetzt noch. Jetzt sind wir eben noch Buchstäben drin. So. Sehr gut. Ich mache alle zusammen gerade. Ja, ich würde sagen. Hey. So. Und dann noch eins, ein bisschen. Noch ein bisschen fester. Genau, so. Prima. So, das braucht halt eben ein bisschen Zeit. Und ich würde mal sagen, wenn das Flickflack fertig ist, dann ist auch die Suppe noch fertig. Dann ist das gerade bei uns unser nächstes Essen. Vielleicht hat es noch ein bisschen vom Steckenbrot, wo wir fachen haben am Feuer. Und schaut mal, da habe ich noch zwei Steine. Die sind von der Geschichte. Oh, der Hamburger und die Ananas. Die ist gerade so, wenn man die auftut und schneidet, ist die gerade so schön gelb. Wie mein T-Shirt. Jetzt ziehe ich nämlich den Kochschurz wieder ab. Jetzt sind wir langsam am Schluss von unserer vierten Folge. Von der Kleidietweiler Geschichtenwoche. Und die Geschichte, die war wirklich echt lässig. Vor allem die wunderschönen Steine. Hey. So schön. Und wenn ihr jetzt in der Gegend von Kleidietweil wohnt, dann geht mal ein bisschen einfach überall im ganzen Dorf oder ein bisschen im oder ein bisschen drumherum, auf den Feldern, auf den Wegen und so, dann könnte es im Fall sein, dass ihr einen von diesen Steinen findet. Und das ist dann wirklich ganz schön so eine Erinnerung an das Flickflack und an die Geschichte von Daniel. Gemüse ist gesund und Gott ist gut, er sorgt für uns. Super dir! Also das mit der Suppe im Fall, da sind wir schon ziemlich nach beim Wettbewerb. Was ist mein Lieblingsessen? Ich habe schon ganz viele Antworten bekommen. Für jede Antwort schreibe ich ja, also für jede richtige Antwort schreibe ich den Namen von dem, wo man sie geschickt hat, hier auf die Karte. Und beim letzten Mal, morgen, das ist der 15. Mai, gibt es eine Verlosung. Heute ist der
14. Mai 2020. Und das mit dem Wettbewerb, das gilt halt wirklich nur gerade jetzt, wenn es genau an dem richtigen Tag ist. Bis heute, nach dem Flickflack, dürften wir noch die Antworten schicken, bis Mitternacht. Und er ist fertig. Morgen, beim 5. Mal, Freitag, 15. Mai, tun wir alle Karten hier rein und er wird ausgelost. Und upsla, Preise, die seht ihr da auch noch einmal. Es gibt also etwas zu gewinnen. Wow, super! Also, jetzt glaube ich fast, habe ich alles gesagt, was ich sagen will. Und dann würde ich mal meinen, singen wir zusammen das Abschlusslied. Ist auch wieder mal ein bisschen länger gegangen, wieder eine halbe Stunde. Aber gell, die beste halbe Stunde vom Tag, die darf eben auch ein bisschen länger gehen. Und das Lied ist eben das Gleiche. Ist jetzt jedes Mal das Gleiche gewesen und darum auch jetzt. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du gibst Freude, du hast mich haben, guter Gott, du bist da. Was ich mache, was ich tue, bei der Arbeit, bei der Ruhe, guter Gott, du schaust zu, schenkst mir Kraft, gibst mir genug. So, ich sage tschüss zusammen, habt's gut und bis zur nächsten, zur 5. Flickflack-Folge. Und nicht vergessen, beim Wettbewerb noch mitmachen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du gibst Freude, du hast mich haben, guter Gott, du bist da. Oh, sorry dir, ich habe im Fall voll vergessen, ich habe ja die Wettbewerbsfrage noch gar nicht gesungen. Also, die geht so. Wisst ihr, was mein Lieblingsessen ist? Es ist nicht Härtöpfelstock oder Bratenfisch, nicht Spaghetti Gorgonzola oder Hamburger mit Cola. Nein, nein, noch viel lieber habe ich. Und was habe ich eben am liebsten? Mein Lieblingsessen, oder? Das ist die Wettbewerbsfrage.